Ich begrüße euch, Freunde, zu einer neuen Folge von MotoGP 23 und wir machen heute weiter beim großen Preis von Frankreich in Le Mans. Im letzten Part waren wir in Spanien in Jerez, beziehungsweise bei den Testfahrten. Im letzten richtigen Part war aber der Grand Prix, wo wir mit Platz 5 sehr, sehr gut abgeschnitten haben und wir haben leider echt sehr, sehr wenige Fortschritte gemacht beim Motorrad. Wir haben zwar viele Punkte bekommen, aber sind letzten Endes sogar noch mittlerweile nur noch auf Platz 7, glaube ich, bei der Teamwertung. Und zwar VR46 hat uns sogar auch mittlerweile überholt. Das ist halt schon sehr, sehr krass, wie viel sich die ganzen Teams entwickelt haben. Vor allem Ducati, die ganzen Teams von denen haben so viele Updates gemacht. Schaut euch das mal an. Also der Rückstand ist wirklich verrückt. Ich glaube, die Lücke ist sogar größer als im letzten Jahr von LCR Honda zu Ducati, also zum besten Team aktuell, weil Ducati so ein krasses Entwicklungstempo hat. Sehr, sehr schade, weil das bedeutet wahrscheinlich, dass wir die ganze Saison auch nicht um den Titel werden kämpfen können, weil unser Motorrad einfach viel zu schlecht ist im Vergleich zu den Top Teams. Selbst Yamaha hat mittlerweile einen sehr, sehr guten Vorsprung auf uns und KTM. Dann kommt Aprilia, die noch viel besser sind. Also echt schade, dass wir dieses Jahr leider wieder keinen Titel wahrscheinlich holen können. Muss ich mir mal überlegen, wo ich im nächsten Jahr hinwechseln möchte. Ich denke wahrscheinlich an Ducati wird kein Weg vorbeiführen, weil die einfach das Maß aller Dinge leider sind. Hätte ich mich halt doch lieber für das fiktive DHL Ducati Team entscheiden müssen, aber ich hatte halt keine Lust, zu einem unrealistischen Team zu gehen, was es in Real Life nicht gibt. Egal, heute in Frankreich, ich glaube KI war da ein bisschen sowieso einfacher, dann gehe ich mal direkt hoch auf 72. Wir legen damit los, es wurden einige Tipps reingeschrieben von der Vollgas der USA, wie ich das Setup und so weiter einstellen soll oder wie ich allgemein mich ein bisschen verbessern kann auf den Geraden und das war natürlich ein sehr, sehr großer Punkt. Wir sollen vor Sarko landen. Ein Tipp, der reingeschrieben wurde und zwar soll ich die Linearität bei der Vorderbremse auf jeden Fall runterstellen. Die ist ja standardmäßig auf 100% und ich soll die so zwischen 50 und 80% einstellen. Ich glaube, ich gehe mal erstmal auf 80%, mal schauen, ob das irgendwas bringt. Und die Intensität anscheinend auch noch. Okay, dann mache ich das auch nochmal auf 80%. Und allgemein soll ich halt bei den Kurven einfach versuchen, die quasi runder anzufahren, anstelle von diesen spitzen Einfahrten, damit man eben mehr Schwung mitnehmen kann aus den Kurven. Was ich auch noch einstellen soll, nämlich Traktionskontrolle auf 3 oder 2 sogar, damit ich halt schneller aus den Kurven beschleunigen kann. Da sieht man ja auch eben beim zweiten Gang, dass der so quasi abgehackt manchmal bei der Drehzahl hochgeht und das bedeutet eben, dass halt die Traktionskontrolle sehr, sehr stark dagegen regelt bei diesen bestimmten Stellen. Das war ja eigentlich immer genau der zweite Gang, der uns so die meisten Sorgen bereitet. Ja, dankeschön. Ey, diese KI ist manchmal wirklich bescheuert. Fährt vor uns raus und checkt halt gar nicht, dass wir auf einer schnellen Runde gerade sind. Vergesst natürlich nicht, ein Like und Abo dazulassen. Ich hoffe mal trotzdem, dass wir noch eine halbwegs gute Saison hier bestreiten können, aber das Ziel, um den Titel mitzukämpfen, was uns das Team ja auch gesetzt hat, kann ich niemals erreichen mit dem Motorrad. Wenn, dann müssten die schon gefühlt 15 Update-Punkte uns liefern, damit wir ein halbwegs gutes Motorrad bekommen. Ist halt schon ein bisschen schade, weil ich hatte mir schon ziemlich viel erhofft eigentlich bei dem Honda-Werksteam. Mit Marc Marquez als Teamkollegen. Es kamen zwar Updates, aber halt nicht in dem Maße im Vergleich zur Konkurrenz, wie die sich entwickeln, ist viel, viel schneller. An sich aber Frankreich eine relativ einfache Strecke, aber das mit der Vorderbremse macht, glaube ich, schon einen ganz guten Unterschied, merke ich jetzt schon, dass man halt einfach normal quasi auf die Bremse gehen kann, ohne dass man leicht hinfällt. Kann natürlich auch an der Strecke liegen, weil Frankreich hat halt nicht die extrem starken Bremspunkte, wie beispielsweise die USA von damals. Ja, war schon mal eine ordentliche Runde, glaube ich. 1,2 Sekunden Rückstand auf Jorge Martin, okay. Aber trotzdem keine schlechte Runde. Dann gehe ich mal nochmal auf die weichen Reifen. Aber ich glaube, es wird trotzdem schwer, direkt mal weiterzukommen in die zweite Qualifying Session. Ja, der erste Sektor klappt immer ganz gut. Wieder mal der allerschnellste gewesen. Falls jemand auch den Kanal noch nicht abonniert haben sollte. Wir stehen ja kurz vor den 2300 Abonnenten, also ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Jetzt gerade Johann Sarko vor uns, der hilft uns so ein bisschen. Aber jetzt muss ich da eigentlich gleich mal vorbei, weil ich glaube, ich bin sogar schneller. Und damit am Ende gute 8 Zehntel rausgeholt aus der Runde. Und das sollte eigentlich reichen für das Weiterkommen. Jetzt aktuell Vierter, sehr stark. Ja, am Ende sind wir auf P6, sehr starke Leistung, 7 Zehntel hinter Bastianini. Unser Teamkollege ist auf Platz 10, 2 Zehntel dahinter. Ich denke, von der KI passt das schon so. So, los geht es mit der ersten Qualifying-Runde. Ich habe schon ganz gute Erwartungen eigentlich, dass wir so mindestens wieder 6. 7. werden wie im Training. Ich denke, die Pace ist auf jeden Fall da. Oh, jetzt bin ich hier irgendwie weggerutscht, wegen dem Curb wahrscheinlich. Aber irgendwie ist gerade der Wurm drin, ich weiß auch nicht, was gerade abgeht. Plötzlich das Motorrad extrem gefährlich auf der Vorderradbremse. Klar, mit weniger Fahrhilfen muss man sich auch ein bisschen anders umgewöhnen, aber macht das Ganze eigentlich schneller, wenn man das Motorrad beherrscht. War eine ordentliche Runde, glaube ich, für die erste. Wir fahren hier 1,32,8.
Oh, das sieht sehr, sehr gut aus aktuell. Ah, das gibt wieder keine Verbesserung, weil ich im letzten Sektor alles verkackt habe. Ach Mann. Naja, egal. Ich glaube, das reicht fürs Qualifying. Bisschen schade, weil so die 3/10 wären schon machbar gewesen. Damit wäre ich halt aktuell Erster. Am Ende sind wir auf Platz 6, ist trotzdem gut, 6/10 Rückstand auf die Pole Position, also ich denke, maximal Platz 3 wäre halt schon möglich gewesen, ist halt gerade mal 1/10 auf Sarko. Ansonsten, Marc Marquez war ja nur auf Platz 11, also schon stark von uns. Ja, damit geht's los, bin mal gespannt, wie das läuft, jetzt hier mit weniger Traktionskontrolle, ob wir damit einen besseren Start mal endlich hinbekommen. Ja, okay, erster Gang schon wieder super, mal schauen, wie der zweite wird, ja, ist okay, nicht so schlecht wie sonst. Boah, wir sollen Sarko innerhalb von 3 Grand Prix einholen, Digga. Was ist das denn für ein Ziel? 33 Punkte haben wir Rückstand. Das ist doch niemals möglich, als ob ich so viele Punkte in 3 Grand Prix einholen kann. Muss ich pro Rennen locker 12 Punkte gut machen gegen Johann Sarko. Und der performt halt immer ganz gut. Aber bis jetzt bin ich Fünfter. Ist in Ordnung. Also ist beim besten Willen eigentlich nicht machbar mit dem Motorrad, was wir haben, dass ich angeblich vor Sarko landen kann innerhalb von 3 Rennwochenenden, der sowieso schon über 30 Punkte Vorsprung hat. Ah, da kommt Brad Binder vorbei und da habe ich ihn wieder mit dem Windschatten. Sehr schön. Ich glaube nicht wirklich, dass noch irgendwas nach vorne geht, weil Sarko ist ungefähr gleichstellen wie wir von der Pace her und hat halt ungefähr 1 Sekunde immer Vorsprung. Auch hinter uns 1 Sekunde auf Binder, also ich glaube, dass wir am Ende auf Platz 5 hier ins Ziel kommen. Was aber echt stark wäre, sehr gutes Ergebnis, bin ich schon zufrieden. Dafür, dass unser Motorrad eigentlich relativ schlecht ist, ist Platz 5 schon sehr stark. Jetzt aber nahe dran an Sarko mittlerweile. Boah, kleiner Fehler. Und damit ist das Sprintrennen zu Ende. Wir sind am Ende 5. Sehr, sehr zufrieden. Gutes Ergebnis. Vor uns Johann Sarko leider nicht besiegen können, aber die waren halt einfach zu schnell. Wie soll ich da die Ducati schlagen, wenn die so ein gutes Motorrad haben im Vergleich zu unserem? Naja, immerhin vor Brad Binder gelandet. Hier auf P6. Marquez wurde 11. Leider ohne Punkte. Und damit legen wir los mit dem richtigen Grand Prix. Ich habe vorne die harten Reifen draufgepackt. Ich hoffe, das passt. Das Rennen geht ja auch relativ lange. 7 Runden. Okay, mal ein halbwegs guter Start im Vergleich zu sonst. Also das hat anscheinend gut geholfen mit dieser Einstellung, mit der Traktion auf niedriger einzustellen. Oh, erste Kurve. Ne, zweite Kurve. Damit aktuell 5. wieder mal. Sehr, sehr gut. Ah, da kommt aber wieder Martin vorbei. Und da kommen wir innen vielleicht durch. Neben Martin wird ganz eng. Ja, okay, wir müssen ins Gras ausweichen. Schade. Damit erstmal nicht vorbei. Sarko ist 3. Ey, das ist doch echt unmöglich, den zu schlagen. Ganz ehrlich. Sonst müsste in Real Life Marc Marquez auch Martin oder so regelmäßig schlagen. Ich wäre echt mit dem Motorrad schon mit einem Top-10-Ergebnis sehr zufrieden. Mal schauen, was wir am Ende dabei schaffen. Ja, beim Anbremsen komme ich immer gut dran, aber auf der Gerade verliere ich nach wie vor leider sehr viel Zeit. Immer so 3/4. An sich sind das gar nicht unsere Gegner, weil unser Teamkollege ist viel, viel weiter hinten als wir. Bringt am Ende alles nichts, weil der Leistungsabstand einfach viel zu groß ist zwischen den anderen Motorrädern und unserem. Ist halt so dumm, dass man da einfach nichts machen kann. Wie so ein Teufelskreis. Ich habe hohe Ziele, kann die aber nicht erfüllen mit dem Motorrad. Bekommen dementsprechend weniger Entwicklungspunkte und gerate dann auf lange Sicht noch weiter in Rückstand im Vergleich zu den Top-Teams. Das ist echt so dumm bei dem Spiel gemacht, finde ich. Früher konnte man einfach sehr viele Punkte investieren. Hat wie bei Formel 1 Ressourcenpunkte, glaube ich, gehabt und konnte damit relativ schnell viele Updates machen. Und das ist bei dem MotoGP-Spiel leider nicht mehr der Fall. Ich glaube, vom Leistungsstand wäre das Ducati-Team da, dieses DHL-Team, nicht so viel besser gewesen als Repsol am Anfang. Aber durch die ganzen Ducati-Updates wäre ich jetzt schon safe so auf Aprilia-Niveau ungefähr und hätte da safe bessere Chancen, um den Titel mitzukämpfen. Ja, ich denke, so viel passiert auch nicht mehr aktuell. 1 Sekunde hinter Martin und 1 Sekunde Vorsprung auf Platz 7. Also ich bin schon zufrieden eigentlich mit dem Ergebnis, wenn wir hier Platz 6 nach Hause holen sollten. Jetzt mittlerweile die letzte Runde, also echt ein relativ einsames Rennen mal gewesen im Vergleich zu normalerweise, wo sehr viel Action war. Auch das Sprintrennen war relativ entspannt, gar keine wirklichen Duelle gehabt, außer am Start und jetzt hier genauso. Das ganze Rennen über auf Platz 6 halt gewesen, ohne wirklichen Stress. Nach vorne ging am Anfang vielleicht ein bisschen was, aber jetzt letzten Endes doch relativ weit weg von Martin. Auch weit genug vorne vor Platz 7, nur holt leider Johann Sarko sehr viele Punkte mit Platz 3, dem Podium. Damit das Rennen zu Ende, Platz 6, bin ich schon zufrieden. Für das Motorrad sehr, sehr gute Leistung. Marquez wurde 12., ist auch in Ordnung, der Teamkollege. Naja, trotzdem schade, weil das Motorrad leider sich halt kaum weiterentwickelt. Ist halt ein bisschen frustrierend, weil wir eigentlich
eigentlich nie eine Chance haben, um das Podium oder um Siege mitzukämpfen, wenn nicht gerade viel Glück dabei ist. Trotzdem echt viele Punkte geholt, sogar auf Platz 6 aktuell in der Fahrerwertung. Sarko ist halt mega weit weg, keine Ahnung, wie ich da irgendwas schaffen soll. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von der Folge. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr neu seid, keine Videos verpassen wollt. Schon eigentlich ein kleiner Aufwärtstrend, die letzten beiden Rennen jeweils in der Top 6 mindestens verbracht. Damit war's das mit der Folge. Habt doch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao.